Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir sind vor dem zweiten Boss und betreten die Tür. Oder den Bossraum. Hier können wir hoffentlich nochmal uns mit Herzen auffüllen. Ja. Und eine Fee. Ah, die Fee hätte ich mitnehmen können. Und bitte lass hier noch eine sein. Komm schon. Herzen. Da ist noch eine Fee. Nice. Fee in die Flasche. Wir haben eine Fee eingefangen. Sehr gut. Ja, wer es nicht weiß, ich meine, eigentlich sollte es jeder wissen, aber eine Fee kann uns unser Leben retten. Wenn wir kein Herz mehr haben und dann sterben, dann belebt uns die Fee wieder. Ein Drache, ein riesiger Drache. Okay. Dieser Drache ist eigentlich, oder dieser Boss ist eigentlich relativ simpel. Wir müssen mit dem Stab seinen Panzer umdrehen und dadurch kaputt machen. Und danach einfach raufhauen. Dann verschwindet er für eine kurze Zeit. Gleich steigt die Lava an, genau. Bis zum äußersten Rand. Also wir haben da wirklich nur auf diesen äußersten Rand Platz, um auszuweichen. Und ich glaube noch was, oder? Ja, ich glaube, er sprüht noch einmal im Kreis Feuer. Genau. Jetzt müssen wir halt warten, bis er... Genau. Oh, verdammt. Bis er aufgehört hat zu blinken. Das ist sein Panzer. Damit wir ihn wieder angreifen können. Und... Ballern! Oh, okay. Und das gleiche Spiel von vorn. Es ist eigentlich ein sehr, sehr simpler Boss. Oh, was? Diesmal ist das Dings gar nicht angestiegen. Die Lava. Ah. Wir können nur von der Seite den Panzer weghauen. Oh. Ah, wir hatten ihn eben einmal zu wenig getroffen, wie es aussieht. Okay. Das wusste ich auch gar nicht, dass es da so ein Cap gibt. So ein Limit gibt. Oder also so ein Maximum, was man ihn treffen muss. Ups. Damit er halt verschwindet, wirklich, und dass die Lava ausbreitet. Ich habe das bisher immer in einem Circle geschafft, sag ich mal. Oh Gott. Sehr geil. Er landet sogar direkt bei uns hier. Oh, drauf! Wir haben es geschafft. Wir haben den zweiten Boss und den zweiten Dungeon geschafft. Und wir erhalten unser zweites Element. Oh yeah. Flammenelement erhalten. Das Flammenelement enthält die Kraft, Licht und Wärme zu spenden. Oh yeah. Und ein weiterer Herzcontainer. Jetzt haben wir schon sechs Herzen. Sechs, nicht sieben. Meine Güte, das war das heiß. Ich dachte schon, mein aller Wert ist affekt Feuer. Gehen wir nur zurück zum Melter. Okay, machen wir. Denn Melter dürfte jetzt das Schwert repariert haben. Glaube ich. Oder? Ich denke schon. Hallo. Oh, du warst schneller als ich dachte. Hier ist auch alles perfekt gelaufen. Schau es dir an, das ist das neue weiße Schwert. Oh yeah, weißes Schwert erhalten. Ein schönes Schwert mit weißem Glanz. Das Schwert ist eilbrig, brauchst du nicht mehr. Mit der Kraft des heiligen der heiligen Elemente wird aus diesem Schwert das heilige Schwert. Der älteste Wald sagte, die Kraft der Elemente sei nur an einem Ort auf das Schwert übertragbar, an der heiligen Stätte. Sie befindet sich zwischen der Welt der Minish und der Welt der Menschen. Der Eingang soll im Schloss Hyrule sein und sich nur alle 100 Jahre öffnen. Mit dem heiligen Schwert, das die Kraft der vier Elemente in sich trägt, kann man den Fluch gewiss brechen. Zum Schloss gelangst du am schnellsten, wenn du durch die Tür zur Mine, die zur Mine führt, gehst. Du schaffst das. Alles klar. Ich glaube, es könnten noch sein, dass hier irgendwer ein Fragment vereinen will. Deswegen gucke ich das erstmal hier durch. Ja, da gehe ich gleich rein. Hallo, du willst nicht? Okay. Also, es wird auch einfach weggeschoben. So, hier oben vielleicht irgendwer. Ich gucke erstmal nach
hier hinten. Hier war nicht. War hier noch einer? Nein, hier war keiner. Okay. Hallo du. Du willst keinen Fremd mitfallen. Okay. Du? Auch nicht. Hier drin vielleicht wer? War hier drin wer? Nee, ne? Nee. Okay. Vielleicht wäre er hier draußen. Nein, auch nicht. Ich bin mir halt nicht sicher. Also ich bin der Meinung, irgendwann will hier einer der Minish ein Fremd mitfallen. Aber es scheint so, als ob es jetzt noch nicht so der Fall ist. Ah. Hallo? Oder vielleicht Melter? Nee. Okay. Gut, dann würde ich sagen, können wir denn noch irgendwas erledigen? Ich weiß nicht. Wir könnten noch mal versuchen, unten mit einem, also mit dem einen Boy auf dem Berg ein Fragment zu vereinen. Aber da wir hier eh noch einmal her müssen, können wir das auch irgendwann anders machen. Die Bomben hätte ich vielleicht mitnehmen können. Verdammt. Ja, gehen wir erstmal weg. Gehen wir erstmal zum Schloss. Und vereinen die zwei Elemente mit dem Schwert. Sofern wir die Dings finden. Willst du? Nein, du auch nicht. Okay. Sofern wir den Eingang finden. Das ist, ja, wäre schon gut. Vielleicht will der Deko-Kerl hier unten ja vereinen. Ich weiß es halt echt nicht. Es wollen halt zwischendurch immer mal wieder verschiedenste Charaktere mit einem Fragmente vereinen. Und deswegen versuche ich es einfach immer mit jedem. Vielleicht der Postbote. Hallo. Nein, auch nicht. Oh, vielleicht haben wir jetzt endlich das Fragmentum mit dem in dem, mit dem aus dem anderen Land Fragmente zu vereinen. Hallo? Nein, haben wir nicht. Ah, manche wechseln übrigens auch, das Vereinen von Fragmenten. Also manchmal wollen Leute, manchmal auch nicht. Es kommt immer, glaube ich, auf den Palast drauf an. Bin ich der Meinung, oder? Kann man? Nein, hier kann man auch noch nicht rein, okay. Immer darauf an, wie viele Paläste man allgemein geschafft hat. Also Dungeons, ich sag dazu immer Paläste, ich weiß nicht, ich hab mir das so angewöhnt. Ich hab das so kennengelernt damals. Oh, du willst. Ja, das haben wir. Nice. Das, wo ist das denn nochmal? In der Schule? Ja, okay, das ist in der Schule, alles klar. Hallo, du willst auch, nice. Das haben wir auch. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, was passiert. Ich glaube, die Grünen lassen Schatztruhen erzeugen. Die Blauen machen einen bestimmten Weg frei und die Roten machen auch noch irgendwas. Das haben wir nicht mehr, leider. Okay. Die Roten lassen irgendwas anderes erscheinen, bin ich der Meinung. Aber wir haben ein neues Schwert, Leute. Wir können auch eine neue Fähigkeit von Meister Magnus erlernen. Nun, dieses Schwert, du bist auch geschickter geworden. Ja, jetzt können wir eine neue Technik trainieren. Yeah, bist du des Willens, bei mir zu trainieren? Ja, bitte. So sei es, ich werde dich die Technik des Steinspalters lernen. Zu schlage mit den Krug mit einem Schwert. Es ist vollbracht. Okay. Gut, das freut mich. Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich es dir sonst erklären sollte. Das glaube ich dir. Doch Schwertechnik muss man mit eigenem Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun, also die Marionettentechnik von Meister Magnus, Sehe und Staue. 1, 2, 3, Marionette, du sei. Nun sei. Zack. Yeah. So, nun versuche es selbst. Das Schlag in den Krug mit dem Schwert ist vollbracht. Zack. Sehr gut, ich überreiche die Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du deine Schwertechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Yo, dankeschön. So, kommen wir wieder mit was? Wenn wir wieder, wenn du schnell rennen kannst, okay. Gut, ja, geil. Diese Fähigkeit ist halt einfach. Oh, ist die schön. Wir können jetzt einfach Krüge zerstören. Hallo? Das haben wir. Die beiden Fragmente passen wunderbar zusammen. Okay, jetzt scheint da oben rechts, glaube ich, eine Truhe. In diesem kleinen Ding da. Ja. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch ein paar blaue Fragmentvereinende Leute. Oh, willst du eins?
Ein rotes, ja, hab ich nicht. Okay. Gut, ich glaube, dann belassen wir es jetzt erstmal da. Hat der Typ hier, warte mal kurz. Warte kurz. Er hat, ja, nichts Wichtiges. Willst du ein Fragment? Nein, okay. Wir können halt noch einiges erledigen, aber wir gehen jetzt erstmal in die Stadt. Würde ich sagen. Ja, komm. Wir gehen jetzt erstmal in die Stadt. Ins Schloss. Und machen dort das, was uns gesagt wurde. Das heißt, wir suchen die heilige Stätte. Kommen wir hier unten eigentlich? Nein, kommen wir nicht. Okay. Ja, habt ihr in diesem Aufzug unangenehm auffallen? Ne, ich glaube nicht. Los Hyrule. Hallo? Nee. Ich glaube, wir müssen nicht zum Thronsaal. Denn ich denke, wir müssen... Nein. Linke Seite lang. Genau. Und jetzt... Hier rein. Hallo? Ah, Doki, ist das nicht das Tor zur heiligen Stätte? Offenbar können nur du und ich in diesen Ort sehen. Los hinein! Ach, wusste ich gar nicht. Dass nur wir den Ort sehen können, wirklich. Okay. Ja, wahrscheinlich nur Kinder und... Mützen. Oh. Dies muss die heilige Stätte sein. Hier kann man die Kraft der Elemente auf das Schwert übertragen. Dort in der Mitte ist ein Podest. Ja. Okay. Stecken wir unser Schwert hinein. Oh. Die beiden Elemente übertragen ihre Macht auf das Schwert. So ein lila Schwert hätte mir auch gefallen, anstatt so ein rotes. Das wäre schon cool gewesen. Das Schwert hat nun die Kraft des Erd- und des Flammenelements. Oh. Also so, da das Schwert dort auf, wo der Boden leuchtet, steht da. Es geht wohl um diese leuchtenden Tafeln. Wenn du dort das Schwert lange genug auflädst, geschieht vielleicht etwas. Okay, probier es aus. Mach ich. Okay. Tja. Wir können uns klonen. Jo, dein Körper hat sich verdoppelt. Das ist die Kraft des weißen Schwertes. Das bedeutet, auf diesen Tafeln kannst du dich vervierfachen. Das ist natürlich geil. Achso, okay. Jo. Das ist eine Mechanik in diesem Spiel, Leute. Und damit können wir jetzt zum Beispiel hier doppelt Schalter doppelte Schalter betätigen. Indem wir uns klonen und zusammen auf diese Schalter stellen. Wenn wir R drücken, also wir können währenddessen nicht rollen. Wenn wir R drücken, dann, ja, verschwindet der Klon. Einen Moment. So, sorry, ich musste mich einmal kurz muten. Aber in der Zeit ist eh nichts wirklich Krasses passiert. Wir sind einfach nur aus dem Schloss gelaufen, krass. Oh mein Gott, das ist ein Weg, den ich kommentieren musste. Eigentlich, aber... Ja. Oh, das ist sowas. Welch unverhofftes Treffen. Wenn das nicht mein ach so ehrenwerter ehemaliger Meister ist. Oh. Kann sein, du, Vati? Oh, immer noch die jämmerliche Gestalt. Mein Fluch ist stark, was? Jedenfalls ist er immer noch wirksam. Meine Kraft wird dich von ihm befreien. Keine Kraft wird ihn befreien, okay. Er scheint sie nicht verändert zu haben. Doch die Mütze schuf ich nicht für deine niederträchtigen Machenschaften. Eine Mütze, die die Wünsche desjenigen erfüllt, der sie trägt. Wunderbar. Dank dir bin ich jetzt einzigartig auf der Welt. Der größte Hexenmeister überhaupt. Jetzt fehlt mir nur noch das Force. Das habe ich alles dir zu verdanken. Hier ist mein Geschenk an dich. Warte, so warte doch, Vati. Oh Gott. Oh Gott. Jo, Goblin. Geh weg. Das reicht. Ja, du bist mir definitiv zu nah. Aber okay. Okay. Huh.
Was für Vater du dieses, mein Pilde? Doki, es ist wohl an der Zeit, dir alles zu erzählen. Vati und ich, wir sind beide vom Volk der Minish. Ich bin in Telluria als Weiser bekannt und Vati war mein Schüler. Der Bursche war schon immer von der bösen Seite der Menschen fasziniert. Eines Tages nahm er die Mütze, der die Wünsche erfüllen kann, an sich und setzte sie einfach auf. Oh. Vati, was machst du da? Ah, welche schwarze Seele. Ach nee. Ja, welche schwarze Seele du doch hast. Ich bin nur ein Hexenmeister. Meine Macht ist beispielslos. Was hast du vor? Alle 100 Jahre öffnet sich das Tor. Dieses Jahr ist es soweit. Ich werde das Force erlangen und vollkommen werden. Niemand kann mich aufhalten. LOL. Nein! Na, was sagst du dazu? Der Fluch des Hexenmeisters. Dagegen kann auch der Ehrenwerte Ezzelo nichts ausrichten. Ich möchte mich von dir verabschieden. Oh. So wurde Ezzelo also zur Mütze. Du kennst doch die Legende der Minish, nicht wahr? Die Minish übergaben einst den Menschen das Licht und das Schwert. Das Schwert der Minish und das Force. Force ist grenzenlose Zauberkraft. Vati darf sie nicht erlangen. Ich kam in die Welt der Menschen, um Vati aufzuhalten. So trafen wir uns im Wald. Ich werde wohl mit dem Fluch leben müssen. Doch Prinzessin Zelda kann gerettet werden, mit dem heiligen Schwert. Es ist meine Schuld, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Deshalb werde ich dir helfen und alles tun, was in meiner Macht steht. Gut, Doki. Genug gesprochen. Lass uns das nächste Element suchen. Alles klar. Es kam überraschend. Aber okay. Aber okay. Können wir jetzt eigentlich... Oh! Ja, wir können auch Schilder jetzt kaputt machen. Alles klar. So. Und da oben kommen wir von... Oh. Okay. Einfach so ein Herzteil. Alles klar. Das ist natürlich sehr nett. So, da kommen wir leider nur noch nicht durch, denn wie ihr seht, müssen wir uns dreimal klonen, beziehungsweise zweimal klonen, sodass wir dreimal dort sind. Ist ein bisschen schade. Aber okay. Kann man nichts machen. So, hier ist noch nichts offen gewesen, ne? Da brauchen wir noch nicht lang gehen. Okay. Oh. Ein Glücksfragment. Das ist ein Loch. Okay. So, was machen wir jetzt? Wir machen den restlichen Part über noch etwas in der Stadt, würde ich sagen, oder? Wir gucken hier nochmal kurz lang. Was war hier alles? Da kam ich noch nicht rüber. Genau, stimmt, okay. Wir können jetzt noch einiges erledigen, prinzipiell. Hallo? Nee. Auch kein Fragment, auch kein Fragment. Nee, was machen wir? Ich glaube, wir gehen mal hier Richtung Lohnfarm. Ich habe mal zwei Bomben gelegt, damit hier auch wirklich alles gesprengt wird. Oh. So. Ach man. Nee. Wir gehen erstmal kurz hier hoch. Aber ich glaube, wir konnten hier noch gar nichts machen, ne? Hier war doch... Ach doch, hier gab es ein Herzteil, bin ich der Meinung. Das auch wieder einfach so rumlag. Ja. Und schon haben wir einen weiteren Herzcontainer, Leute. 7 Herzen, das ist schön. Hier müssen wir auch später unbedingt weiter hinkommen. Also nochmal hinkommen, denn hier gibt es etwas sehr, sehr Nützliches. Aber dafür müssen wir ein Fragment vereinen. So, mussten wir denn jetzt schon bei der Lohnfarm etwas Bestimmtes machen? Hier können wir auch noch nicht, ne? Nee. Da mussten wir... Konnten wir denn schon auf die Lohnfarm? Wo ist Vater nur hingegangen? Ich war unterwegs. Und jetzt ist die Tür verschlossen. Ich komme nicht ins Haus. Nee, wenn wir uns verkleinern lassen... Nee, das bringt uns auch noch nichts. Okay, in der Lohnfarm oder auf der Lohnfarm können wir jetzt noch nichts machen. Schade, schade, aber in Ordnung. So, Part ist okay. Noch ein bisschen. So konnten wir hier... Nee, hier ist gar keiner da, hä? Okay. So, was konnten wir hier nochmal? Wir konnten hier hoch, ja. Aber was konnten wir machen? Oh.
Oh! Hallo? Alles klar. Komm am Runde Abenteuer, ich brauche Rubine. Viele, viele Rubine. Bitte wirf alle deine Rubine in diesen Brunnen. Okay. Echt? Du weißt schon, dass du dann überhaupt keine Rubine mehr hast. Bist du... Klar. Du bist aber lieb, ich brauche gar keine Rubine. Wenn du so freundlich bist, möchte ich dir bei deinem Abenteuer helfen. Oh! Oh! Okay. Okay. Das kam unerwartet. Das wusste ich nicht mehr. Aber gut. Okay. Das ist... nett. Das... ja, doch. Sowas war hier nochmal? Was war hier? Ja, stimmt. Hier kommt mir auch noch ein Fragmentverein, glaube ich. Nein, kommt mir nicht. Hör mal zu, ich habe eine große Bohne gepflanzt. Sie spricht zwar noch nicht, aber sie wird bestimmt sehr groß. Oder musste ich einmal mit ihm reden? Das kann auch sein. Nein, er will nicht. Okay. Ah. Also auf jeden Fall kann man mit dem ein Fragment vereinen. Irgendwann. Und dann wächst eine Bohne. Irgendwo. Aber gut, wir gehen noch schnell zu unserem Haus und holen uns diese Truhe. Die eine. Und dann beenden wir den Part. Hier. Zack. 200 mysteriöse Muscheln, das ist gar nicht mal so bad. Und dann chillen wir uns hier oben hoch, damit uns kein Gegner angreift. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.